Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du und dein Motor. Heute erzähle ich euch was über Wasser im Öl, was die Anzeichen dafür sind, wie man eine Ölprobe richtig entnimmt, damit man rausbekommt, ob man wirklich Wasser im Öl hat. Ich sage euch was über Grenzwerte und was ihr bei einem Verdacht auf Wasser im Öl auch selbst tun könnt, um es rauszukriegen, ohne unbedingt eine Ölanalyse machen zu müssen. Das Ganze ist keine Raketenwissenschaft, wie sehr viel im Ölbereich. Von daher geht es uns heute locker von der Hand. Das Schönste ist natürlich, wenn man eine Ölprobe hat. Eine Ölprobe sagt immer sehr viel aus über den Zustand von der Maschine, von Motoren und auch von anderen Maschinen. Und ein gutes Anzeichen für Wasser im Motoröl oder in Anlagen mit Kühlkreisläufen sind Natrium oder Kalium. Denn Natrium oder Kalium sind beliebte Zusatzstoffe in Frostschutzmitteln oder Korrosionsschutzmitteln. Eine der beiden Additive, manchmal auch beide, sind eigentlich immer drin. Und gerade in Motoren verdampft das Wasser und das Glykol aus dem Öl sehr schnell raus, weil das Öl auch an warme Teile gelangt, wie zum Beispiel den Kolbenboden durch die Kolbenbodenkühlung. Dann wird das Öl schlagartig sehr heiß und das Wasser und das Glykol verdampfen aus dem Öl raus und hauen über die Kurbelgehäuseentlüftung ab. Was im Öl bleibt, sind die Additive aus dem Kühlmittelzusatz und das können eben Natrium und oder Kalium sein. Da ist immer ein bisschen Natrium drin, so 1, 2, 3, 4 ppm Kalium findet man immer im Öl oder Natrium, das ist ganz natürlich. Aber wenn man dauerhaft bei 7, 8, 9, 10 oder mehr ppm an Kalium im Öl liegt, dann kann man sich sehr sicher sein, dass man eine Kühlmittelleckage hat, auch wenn die Ölanalyse kein Wasser und kein Glykol mehr finden kann. Oft werde ich gefragt, woher kommt denn der hohe Verschleiß in meinem Motor? Und die Frage, die sich eigentlich dahinter verbirgt, ist, woher kommt das Wasser? Das wissen nur die meisten Leute nicht. Das ist also ein Umkehrschluss, den man machen muss. Wenn man in der Ölanalyse hohe Verschleißwerte findet, insbesondere Kupfer, Blei und Eisen, und ansonsten an der Ölanalyse nichts auffällig ist, dann wandert mein Blick sofort auf die Natrium- und Kaliumwerte. Und wenn hohe Eisenwerte oder hohe Kupfer- und Bleiwerte mit den Natrium- und Kaliumwerten korrelieren, dann weiß ich, hier liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Wasserschaden vor, den man so nicht bemerkt hat. Ganz selten findet man auch mal Wasser und Glykol in der Ölanalyse. Dann ist aber meistens Hopfen und Malz schon längst verloren. Wenn man das nachweisen kann, kommt so viel Wasser und Glykol in den Motor, dass da echt sehr akuter Handlungsbedarf besteht. In der Regel würde ich den Motor dann nicht mehr anlassen. Die Ölprobenentnahme ist bei solchen Fällen extrem wichtig. Das heißt, bei warmem Motor aus dem Mittelstrahl oder mit dem Ölprobendieb entnehmen. Ich habe euch dazu schon mal ein Video gemacht oder mehrere Videos sogar, warum Ölwechsel und Erklärungen über Ölanalysen. Und da beschreibe ich das auch sehr genau, wie eine Ölanalyse am besten zu entnehmen ist. Bei Industrieanwendungen wie Getriebe oder Hydrauliken, manche Getriebe, die kommen ja überhaupt nicht auf eine vernünftige Betriebstemperatur, weil die so wenig belastet sind, dann immer aus einem Getriebe die Ölprobe herausnehmen, wo das Öl gut durchmischt ist. Also wenn das Getriebe in Betrieb war, kurz danach die Ölprobe entnehmen, nicht in die Weihnachtsferien gehen und dann Mitte Januar, nachdem das Getriebe 3 Wochen gestanden hat, die Ölprobe entnehmen, weil dann hat sich das Wasser alles unten abgesetzt. Ich ziehe meine Ölprobe aus der Mitte des Ölspiegels, Öllabor sagt, ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen, sondern wir müssen es ordentlich vermischen, damit wir eine repräsentative Probe bekommen. Bei Wärmeträgeranlagen ist es was ganz Besonderes. Wärmeträgeranlagen sind schwieriger in der Beprobung. Die müssen dort immer aus einer sogenannten Kältefalle genommen werden. Das sind meist so U-Rohre oder Schweinchenschwänzchen, so geringelte. Aus 2 Gründen. Zum einen passieren in der Wärmeträgeranlage sehr viele Dinge. Das Leichtsieder auskondensieren, aus dem Wärmeträgeröl rausgecrackt werden. Zum anderen ist es auch mit dem Wasser eine gewisse Schwierigkeit und es ist auch gefährlich, aus einer laufenden Wärmeträgeranlage eine Ölprobe zu entnehmen. Wenn das Öl 150 Grad Celsius oder mehr hat, braucht man eine Kältefalle, um die Verletzungsgefahr
reduzieren zu können. Die ist meistens auch mit so einem Absperrhahn. Die muss auch vorher gespült werden, bevor man die Ölprobe entnimmt. Also Hahn aufdrehen, aus der Kältefalle was ablaufen lassen, Hahn zudrehen und dann erst die Ölprobe, wenn sie abgekühlt ist, aus der Kältefalle entnehmen. Wichtig ist auch, Herstellervorschriften beachten. Es gibt auch Anlagen, die haben Ölprobeentnahmepunkte und da steht im Handbuch auch was zu drin. Dann sollte man das auch so machen, wie es der Hersteller sagt. Die Grenzwerte, die sind sehr unterschiedlich. Also die Motorhersteller geben meistens irgendwas zwischen 0,1 und 0,2% an. Das sind 1000 bis 2000 ppm. Wenn so viel Wasser im Öl ist, ist also meiner ganz persönlichen Meinung nach schon alles zu spät. Dann habe ich echt ein Riesenproblem. Kurzzeitig kann das ein Motor vielleicht mal aushalten. Manchmal sieht man auch seltsame Effekte bei Motoren, die sehr viel Wasser abbekommen haben, dass die extrem sauber sind, zum Beispiel, wenn sie denn zerlegt werden. Man hat das Gefühl, man kann sie direkt wieder zusammenbauen, ist vielleicht auch so. Aber hohe Wasserbelastungen sollten in einem Motor nicht lange drin sein. In der Industrie ist es zum einen anlagenspezifisch, was der Anlagenhersteller vorgibt, zum anderen aber auch ölspezifisch. Das heißt, es gibt Öle, zum Beispiel glykolbasierte Öle, die sehr viel Wassereintrag abkönnen, ohne dass es ein nennenswertes Problem gibt. Bei mineralischen oder synthetischen Kunststoffen sieht es dann schon wieder anders aus, ist auch anwendungsabhängig. Da muss man sehr genau ins Detail schauen, da kann man keine klare Empfehlung geben. Bei Motoren ist das, was die Motorhersteller hier sagen, natürlich im Grunde bindend. Ich würde empfehlen, deutlich drunter zu bleiben. Habe ich den Verdacht, dass ich Wasser im Öl habe, kann ich was ganz Einfaches machen. Beim Motor, wie auch in der Industrieanlage, beim Motor würde ich dann tatsächlich ausnahmsweise empfehlen, eine kleine Ölprobe aus dem kalten Motor zu entnehmen, und zwar ziemlich weit unten, um auch sicher zu sein, dass ich das Wasser kriege, also den Motor über Nacht oder zwei Tage stehen lassen, Ölablassschraube aufdrehen und daraus nicht aus dem Mittelstrahl, sondern direkt die Ölprobe entnehmen. Dann kriege ich auch alles freie Wasser in mein Ölprobengefäß rein. Und was ich dann machen kann, ist die sogenannte Spratzprobe oder Crackle-Test. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zunächst mal habe ich zwei Ölproben vorbereitet mit exakt dem gleichen Öl drin. Das ist ein 10W40 Dieselmotorenöl. Und wir schrauben jetzt ein Röhrchen auf. Und dann mal gucken, dass man das hier auch sieht. Machen wir ganz wenig Wasser da rein. Oh, komm. Zack, ein Tropfen Wasser ist drin. Das sollte reichen. Kann man jetzt auch hier schön sehen, wie der Tropfen Wasser zu Boden sinkt. Ne? Freies Wasser geht immer auf den Grund des Ölsees. Kann man es hier sehen? Schwierig. Aber doch, ja, da unten kann man den Tropfen sehen. Jetzt geht der Test los, den man vor Ort machen kann. Als erstes zieht man sich irgendwas aus dem Schrottcontainer. Ich habe hier bei mir so ein altes Türschloss gefunden, sollte natürlich aus Metall sein. Das spannen wir in den Schraubstock ein, damit wir uns die Flossen nicht so hart verbrennen. Und dann nehmen wir als erstes die Ölprobe, die nicht mit Wasser kontaminiert ist. Also hier ist in eurer Anlage oder in eurem Motor alles in Ordnung. Die kann man auch nochmal schütteln. Und dann machen wir unsere heiße Platte warm. Nicht nur warm, sondern richtig heiß. Und los geht's. Super, jetzt nehmen wir das nicht kontaminierte Öl und schauen mal, was passiert. Also hier ist kein Wasser drin. Aufgepasst. Das raucht. Okay, das ist schon alles. Heizen wir die Testplatte nochmal vor. So, hat schon sauber die Farbe verändert, das reicht völlig. Jetzt nehmen wir die Probe mit dem Wasser und schauen, was jetzt passiert. Habt ihr es gehört?
Nochmal. Das fängt an zu kochen. Das Wasser da drin fängt sofort an zu kochen. Es raucht nicht nur einfach, sondern das kocht. Das ist der Test, den man schnell vor Ort machen kann. Mit nur einem Wassertropfen im Öl kriegt man da schon so einen Effekt. Also dieser Spratztest, der schlägt schon bei 500 ppm Wasser im Öl an. Wenn es da also nicht nur raucht, sondern auch knistert, dann wisst ihr, ich habe mehr als 500 ppm Wasser im Öl. Was kann man in so einem Fall tun? Man sollte sofort die Ursache suchen, wo auch immer die liegen mag. Beim Motor gerne Zylinderkopfdichtung oder bei nassen Buchsen kann es auch die Dichtung zwischen Buchsen und Motorblock sein. Bei Anlagen, wo ein Ölkühler verbaut ist, ist eine Ölkühlerleckage möglich. Also Ursache finden und abstellen und natürlich einen Ölwechsel machen, weil das Öl ist so nicht mehr schmierfähig und führt zu erhöhtem Verschleiß. Das war's für heute. Vielen Dank, hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.